Mega gut. Bevor ich jetzt die Klappe umdrehe, hättet ihr eine Idee, wie man von einem Gericht drei Varianten machen kann? Weil wir heute machen wir nämlich Wenn ihr noch mehr Ideen habt, was ihr mit dreierlei Varianten machen könnt, dann schreibt uns das in die Kommentare. Los geht's! Also wir machen einen ganz normalen Standard-Pfannkuchenteig und da machen wir aber dann letztendlich drei unterschiedliche Gerichte daraus. Also wir starten als erstes mit unserem Teig. Dafür brauchen wir Wasser, Milch, Eier, Mehl und Salz. Und wir machen heute eine herzhafte und süße Füllung für Pfannkuchen und eine Suppe. Wir starten schon mal, indem wir unsere Eier nicht trennen, sondern im Ganzen verwenden. So, die kommen in eine Schüssel. Oh, es ist ein Smiley, guck mal. Ein komisch guckender Smiley. Dann unser Mehl dazu. Als nächstes kommt unsere Milch dazu. Und unser Mineralwasser. Mineralwasser deswegen, weil es Mineralien enthält. Eine Prise Salz. Und das verrühren wir jetzt. So, ja, geht in die Arme. Den Teig haben wir jetzt so lange gerührt, bis er einfach schön glatt ist und sich so kleine Blasen gebildet haben. Und jetzt müssen wir das Ganze so für eine Viertelstunde im Kühlschrank kurz stehen lassen. Das hat den Hintergrund, weil Mehl, Wasser und Ei, das muss sich erstmal miteinander verbinden. Das liegt an dieser unterschiedlichen Glutenstruktur vom Mehl, dass sich das halt einfach schön verbinden muss. Und es braucht eine kurze Zeit. Und deswegen kommt das jetzt erstmal in den Kühlschrank und währenddessen machen wir unsere erste Füllung. Für unsere Füllung verwenden wir einmal ein Stückchen Speck zu den Pilzen später. Die kommen gleich dazu. Die müssen wir aber davor noch schneiden. Die Schwarte können wir wieder benutzen. Ich sag wieder, weil wir haben erst ein Video gedreht, wo wir die auch benutzt haben. Was war denn das jetzt für ein? Also, jetzt geben wir schon mal unsere Schwarte rein. Die fischen wir später wieder raus. Ups. Explosion! Und das braten wir jetzt ohne Fett in der Pfanne an. Während unser Speck schön anbratet, schneiden wir unsere Champignons in in Scheiben. Und da schneide ich einfach nur das Ende ein bisschen weg, die Erde ein bisschen wegputzen, nicht waschen und schnibbeln. Das würde jetzt so schon alles sehr gut schmecken, aber wir hauen da natürlich noch einen Knoblauch rein und ganz verschiedene Gewürze, weil damit es so eine richtig schöne Pilz-Kräuterfüllung. Also ich habe hier Petersilie, Schnittlauch, verschiedene Thymiansorten, Oregano, Estragon und Bohnenkraut. Und den Knoblauch, oh, so ist der so Oschi, ey. Das ist mal ein fettes Teil. Und den schneide ich jetzt einfach klein, man kann ihn auch pressen. Kräuter schneiden wir einfach klein oder zupfen sie. Also man kann da wirklich alle Kräuter verwenden, die man so kennt. Und ja, ich habe da einfach jetzt alles verwendet, was ich so kenne. Wow. Ich schmeiß rein, okay? Dann würzen wir das Ganze mit Salz, Pfeffer und Paprika. Wir hatten doch vorher noch so gute Laune. Was ist passiert? Simi, bei dir gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du müde oder hungrig. Schon. Ja, jetzt schaut hier natürlich wieder scheiße aus. Oder schaut scheiße aus. Jetzt habe ich nochmal die Hitze richtig hochgestellt und jetzt löschen wir das Ganze mit Sahne ab, lassen es einreduzieren und währenddessen machen wir unsere Pfannkuchen. Nom, 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 nom. Der Teig ist geruht. Und jetzt mache ich das Ganze mit einer Butter. Ich lasse die mal so schön langsam schmelzen. Dann kommt eine Schöpfkelle von dem Teig dazu, wird das gewendet, raus und dann kommt wieder ein kleines Stückchen Butter rein. Nie zu heiß werden die Butter, weil sonst verbrennt sie und es schmeckt gar nicht gut. Also muss man so ein bisschen ruhig arbeiten. Aber Pfannwend macht ja Spaß, oder? siehe Video Reibadachi. Okay.
Wir starten mit dem ersten Pfannkuchen. Der erste gelingt ja bekanntlich nie, aber vielleicht wird er ja doch was. Also, ich fange jetzt an, dass ich die Kelle hier oben reinsetze und dann bewege ich den Teig in der ganzen Pfanne. So, das dauert jetzt ein paar Minütchen. Dabei bleiben, nicht Rasenmähen gehen auf einmal. Der kam unerwartet. Mal unten reinluren. Nee, der hat noch keine Farbe. Für mich schnelle Tipps. Hinnehmen, nicht nachfragen. Einfach machen. Okay. Wenn es verbrannt riecht, haben wir den Moment verpasst. Bereit zum Wenden? Schau mal, ob du bereit bist. Ja, easy. Tada! Boah, wie ein Profi. Und während wir jetzt unsere ganzen Pfannkuchen rausbacken, bereiten wir diese drei Variationen zu. Und zwar einmal erhitze ich jetzt ein bisschen Brühe, weil es wird eine Suppe auch geben. So, während unsere Pfannkuchen jetzt da schon mal vor sich hin backen, können wir den ersten schon mal vorbereiten. Und das wird der Süße. Das ist ja gerade so ein kleiner Trend, dass man das so faltet am Schluss. In jedes Eck kommt einfach eine andere Füllung und dann klappen wir das zusammen und können das so richtig schön essen. Als erstes kommt unsere Marmelade. Dann habe ich hier ein paar Apfelscheiben. Und dann haben wir hier ein bisschen Schokolade geschmolzen. Einfach über dem Wasserbad. Die kommen hier auch einmal drauf. Und auf unser letztes Viertel kommt einfach ganz klassisch ein bisschen Zucker und Zimt. Und hier habe ich jetzt noch so eine schöne Kakaobohne. Ist kein Muss, aber einfach so eine Variation. Die kann man jetzt einfach hier schön drauf reiben. Schneidet man hier jetzt einfach einmal ein. Jetzt klappt man das von der einen Seite zu dieser, dann zu der Seite und dann zu der Seite. Dann hat man hier so einen richtig geil gefüllten Pfannkuchen. So, für unsere Pfannkuchensuppe rollen wir jetzt einmal den Pfannkuchen einfach hier auf. Und dann schneiden wir den in schöne Streifen und geben es in unsere heiße Brühe rein. So, der kommt jetzt gleich hier drauf, weil da kommt jetzt unsere leckere Pilzkräuterfüllung rein. So ein bisschen verstreichen und den würde ich hier noch einmal dann zusammenfalten. Und fertig. Und das richten wir jetzt mit Schnittlauch an und dann sind wir auch schon mit unseren ganzen Variationen fertig. Tschu tschu. Also, unsere drei Varianten sind fertig und das kann man schon fast so essen wie eine Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und ich fange mal mit der Vorspeise an. Also unserer leckeren Suppe. Flatsch. Mega gut. Also eine Pfannkuchensuppe, ich finde, das ist so ein Klassiker. Das macht man viel zu selten öfter machen. Kräuter sind so was Geiles. Punkt. Also das ist der Hammer. Man hat von allem, was im Mund, von jeder Füllung, Enterhammer. Nanette, wisst ihr auch was? Ja! Also wie man sieht, Pfannkuchen muss man einfach viel öfter machen. Das Geile ist, man kann eine große Menge machen und die super einfrieren. Also in Scheiben schneiden, für eine Pfannkuchensuppe zum Beispiel und dann schön in so einer Tüte einfrieren. Klappt wunderbar und man hat immer ein schnelles Essen parat. Nachmacht lohnt sich. Und ein Abo dalassen natürlich sowieso und einen Kommentar, da freuen wir uns immer drauf. Lasst uns einen Daumen nach oben noch da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Da wird's mittelalterlich. Und im Endscreen könnt ihr gleich noch unser Reiberdatschi-Video anklicken und unser letztes Video von letzter Woche, der Kartoffelsalat. Ja, passt? Ja, ja, dann. Ist gut. Ja, mach's gut, gell? Ciao, ja.